was ist eigentlich Landshift und brauche ich bei einem Projektor unbedingt einen Landshift oder komme ich eventuell auch ohne aus? Genau mit diesem Thema setzen wir uns heute auseinander. Das Problem, das viele Leute haben, wenn sie so einen Projektor in ihren Wohnraum, in ihr Heimkino installieren möchten, ja, das Bild passt nicht in die Leinwand, man muss das Gerät kippen, es entsteht ein Trapez. Man kann vielleicht auch nicht gerade mittig zur Leinwand projizieren, man möchte das Gerät also außermittig aufstellen. Ja, und genau da kommt das Landshift ins Spiel. Da ist es nämlich hilfreich, wenn wir maximale Bildqualität haben möchten, sprich keine Trapezkorrektur, da kommen wir auch gleich noch dazu, und ein unverzerrtes Bild. Da braucht man das Landshift. Funktioniert folgendermaßen. Das können wir hier schön an dem Beispiel von Epson sehen. Das ist der TV 9200, der einen sehr großen Landshift-Bereich hat. Wir können also das Bild sehr weit verschieben. Das Ganze passiert manuell in dem Fall. Das gibt es bei anderen Herstellern übrigens auch motorisiert. Hier ist es so, wir drehen einfach mal hier an dem Rädchen und dann kann man sehen, auf der gegenüberliegenden Seite wandert das Bild nach unten. Hier bei dem Epson ist es sogar so extrem, dass der eine halbe Bildhöhe über der Bildoberkante positioniert werden kann oder unter Bildunterkante. Das heißt, ich kann ihn hier also wirklich sehr deckennah installieren. Man sieht es hier mit dem Standarddeckenhalter 15 cm Abstand, kommt man wirklich gegenüber mit dem Bild auf eine ganz angenehme Höhe, also doch relativ weit runter, um entspannt dann auch letztendlich im Heimkino sich einen Film anzusehen. Was hier passiert, wenn man an diesem Rädchen dreht, ist folgendes. Die Optik, die hier drin ist, die übrigens hier bei dem Epson auch eine sehr hochwertige ist, die wird verschoben. Ich zeige Ihnen das hier nochmal. Ich drehe mal das Bild jetzt wieder nach unten. Hier, sehr weit unten. Man kann sehen, die Optik wandert auch nach unten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Richtungen. Das ist eigentlich das Prinzip des Landshifts. Es wird also die Optik bewegt. Dadurch habe ich eine optische Verschiebung. Das ist hier eine mechanische Sache, keine digitale Veränderung des Bildes. Somit haben wir nahezu keinen Qualitätsverlust. Nicht jeder Projektor hat einen Landshift. Wenn wir uns hier so einen beliebten BenQ mal anschauen, das ist jetzt ein günstigeres Gerät, dann findet man keinen Landshift. Man findet auch eine sehr einfache Optik. Also auch vom Zoom-Bereich wäre es jetzt in diesem Wohnzimmer hier schon schwierig. Ja, wie schon vermutet, haben wir hier ein ganz anderes Problem. Fehlendes Landshift ist ein Thema, um das Bild hier gerade auf die Leinwand zu kriegen, aber jetzt hier in dieser Wohnraumsituation bei einer 2,60 Meter breiten Leinwand und einem Projektionsabstand von 5,50 Meter circa, also ich sag mal oft typisches Wohnzimmermaß, haben wir mit dem Projektor gar keine Chance, wenn der da hinten hängt, das Bild überhaupt so klein zu bekommen. Da sieht man also, wie ja, unflexibel im Vergleich zum Epson diese Optik hier ist. Das ist also das kleinstmögliche Bild und man kann ja schon sehen, rechts sind wir hier schon über 40 cm außerhalb des Bildes und links sind es 20, 30 cm. Man müsste also dieses Gerät tatsächlich hier irgendwo mitten im Raum sichtbar aufhängen, was für die meisten Leute nicht in Frage kommt. Um das Thema Keystone, also Trapezkorrektur, jetzt nochmal zu sehen, müssen wir leider umziehen. Das heißt, wir nehmen das Gerät jetzt mal mit und schauen uns das im Heimkinoraum im Laden einfach nochmal an. So, hier im Heimkinoraum ist so ein Testaufbau natürlich leichter als im heimischen Wohnzimmer. Wir haben jetzt hier also den BenQ mal installiert in ein Regal, auch den Epson. Man kann sich jetzt also vorstellen, wenn man das nicht an der Decke hat, sondern hinter sich vielleicht im Bücherregal oder auf einem extra Brett, das man für diesen Projektor baut, dann kann man die Geräte natürlich auch so zu Hause aufstellen. Ja, wenn man die jetzt einfach mal so laufen lässt, dann kann man hier sehen, der BenQ hat ja kein Landshift, projiziert also das Bild hier leicht nach oben. Ja, das ist also fest. Da hilft eigentlich nur eins, wenn wir das Bild hier runterkriegen wollen. Wir müssen hinten ein paar, das ist der Klassiker, ein paar DVDs oder Blu-rays unterlegen. Und man muss also das Gerät kippen. So, das machen wir einfach mal hier. So, das wird gekippt. Ich lege hier mal ein bisschen was unter. Ja, da kommen wir schon einigermaßen hin, ist aber nicht ganz so leicht. Ja, so in die Richtung. Das kann man jetzt hier natürlich noch ein bisschen austüfteln. Das war zu viel. Ja, man muss also schon schauen. Stimmen auch die Ecken wieder nicht. Man muss also schon schauen, wie man das hier tatsächlich gut hinbekommt. Müssen wir noch ein bisschen weiter runtergehen sogar. Wie sieht es aus? So sieht das einigermaßen passabel aus. Ich meine, es geht jetzt auch nicht ganz genau für diesen Testaufbau. Gerät ist jetzt also gekippt. Wenn wir uns den Epson anschauen,
Der ist jetzt auch mal hier oben, testweise. Beim Epson drehe ich an dem Landshift, wie wir es vorher schon hatten. Ja? Ich drehe also hier an dem Rädchen und dann wandert das Bild hier runter an die Position, wie ich es brauche. Unverzerrt, wir haben kein Trapez. Hier im Vergleich zu dem BenQ, wir haben ein sehr starkes Trapez und das gilt es jetzt zu korrigieren. Ja, man sieht also diese schrägen Kanten hier am Rand, wenn man den Projektor nach unten kippt, dann wird das Bild unten breiter bzw. oben schmäler und dadurch entsteht dieses Trapez. Was passiert also hier bei dieser Keystone-Korrektur, bei dieser Trapezkorrektur? Ich drehe das jetzt hier mal ins Extreme. Es wird ja eigentlich die gesamte Leinwandfläche ausgeleuchtet, aber je stärker man diesen Keystone einsetzt, desto weniger von der Leinwand wird hier verwendet. Das heißt, Pixel sind in dem Bereich tatsächlich vorhanden, denn wir leuchten auf die gesamte Leinwand. Aber der Projektor rechnet das Bild einfach kleiner. Was passiert dadurch? Wir verlieren einen großen Teil der Auflösung, wenn wir es so extrem wie hier betreiben. Dadurch muss der Projektor natürlich auch mehr skalieren. Er muss das Bild, also dieses native Full-HD-Bild, kleiner rechnen. Das führt sofort dazu, dass die Schriften unscharf werden. Generell verliert man einfach diese Präzision, die Schärfe im Bild. Deswegen muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt einen Vergleich zieht, Landshift oder Trapezkorrektur, ist ganz klar der Landshift hier die bessere Alternative. Bei den meisten Geräten, die hier mit einer Keystone-Korrektur arbeiten, wie wir das gerade gesehen haben, ist es auch nur in eine Richtung möglich. Das heißt, wir können zwar das Gerät nach oben oder unten kippen und dann eben digital korrigieren, aber nicht nach links oder rechts. Das heißt, wenn der Projektor nicht wirklich mittig in der horizontalen zur Leinwand steht, sondern außermittig, also nehmen wir an, der steht jetzt hier am Rand der Leinwand, dann kriege ich das überhaupt nicht hin, zum Beispiel mit diesem BenQ, weil der eben nur eine Trapezkorrektur hat, die es ermöglicht, den Projektor nach oben oder nach unten zu versetzen und eben nicht seitlich, wie wir es auch schön hier vorher sehen konnten, wie das mit dem Epson funktioniert. Man muss also da schon wirklich aufpassen, wissen, was man tut. Am besten kommt man da mal vorbei, hier in den Heimkinderraum, in den Heimkinderraum Ihrer Nähe, um sich da mal beraten zu lassen. Und zwar, bevor man sich so einen Projektor kauft, damit es dann nachher keine bösen Überraschungen gibt.